Hallo YouTube und herzlich willkommen zum neuesten Video. Im heutigen Video geht es um Vertrauen im Last House. Also das ist der erste Teil vom Video. Und der zweite Teil vom Video ist dann das Gegenteil oder besser gesagt Betrügen. Was ihr auch kennt mit Cash Betrug und so. Und ja, fangen wir gleich mal an. Und zwar ist es so, dass letztens gestern oder vorgestern, oder eben je nachdem, wenn ihr das Video seht, hat mich jemand gefragt, ob er mir das Pet, also das Pferd geben kann vom einen Car auf den anderen. Da habe ich schon gedacht, so, ist noch speziell, der kennt mich gar nicht und alles. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann ich mache es, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass es gar nicht geht, weil ich hier schon zwei Pets habe. Ich habe ihm gesagt, wir können es gerne machen, ich muss einfach umloggen. Und dann hat er gesagt, nee, ist gut, ich verquitsch die Alu. Und ja, dann da habe ich schon gedacht, so, ist eigentlich krass, der vertraut mich einfach auf. Aber ich glaube, es ist, sein Ritter ist relativ hoch, also er hat wahrscheinlich auch relativ gute, ja, kann sich immer täuschen in den Menschen, aber wahrscheinlich relativ gute Menschenkenntnis oder wie gesagt, keine Ahnung, wie man das sagen möchte. Aber so etwas kann natürlich auch ins Auge gehen, also ich würde das jetzt nie machen. Ich würde das echt nie machen, weil du kannst nichts dann dagegen tun. Oder? Oh, ich bin überladen. Das Zeug hat eh nichts wert. Aber da ich das Teil da habe, das Lagerticket, lagere ich das Zeug mal ein. Ich denke eh, dass wenn man es loswerden könnte, dann eh für fast eh nichts. Also das hat so wenig Wert. Aber ich lagere es mal ein. Und ja, das ist schon etwas, was ich sagen möchte, dass auf die andere Seite, also ich könnte mir auch vorstellen, wenn es jetzt kein Hochhaar wäre oder er überhaupt nicht jetzt das nichts mit Menschenkenntnis zu tun hat, dann denke ich, kann es auch gut sein, dass er mir das anvertraut, weil ich einfach die Videos machen, die er mich von den Videos kennt, weil voran, bevor er mir das Pet gegeben hat, hat er noch gesagt, gute Videos oder nice Videos oder irgendwie so. Also er kennt mich schon auch von den Videos her, also. Aber ich weiß es nicht, ob es an dem gelegen hat. Und ja, das muss einfach sagen, dass es hat mich schon ein bisschen motiviert, dass es solche Leute noch gibt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Weil früher hatte eigentlich jeder, sagen wir so, die hohen Cars hatten früher, waren anständig, waren viel un. Und also alles gleich extrem anständig, weil es wahrscheinlich die meisten Erwachsene waren und nicht einfach irgendwelche, sag jetzt nichts, einfach. Oder einfach richtig anständige Erwachsene. Und ja, hatten viel Zeit investiert, kannten das Game und hatten auch viel Geld investiert. Ja. Im Gegenteil zu heute, ich habe das Gefühl, heute sind sehr viele Kinder oder sehr viel Leute, die überhaupt keinen Anstand haben im Game. Also weil gerade, also gerade so Nassar oder so, die schreiben noch schnell so süßer Boy und solche Sachen. Ich finde es bei ihm, finde ich es lustig, weil ich denke, das macht er wirklich nur um lustig zu sein oder um zu nerven. Aber es gibt sonst Leute, die muss ich einfach sagen. Also bei ihm könnte es gerade so gut auch sein.
aber muss ich einfach sagen, die haben einfach null Anstand und Respekt. Aber ja. Was wollte ich vorhin noch sagen? Ah, genau. Ich habe dann noch so im Serverchat gelesen, dass jemand gefragt hat, ob man die 120er Rüssi nicht verkaufen kann. Und dann habe ich geschrieben, also beziehungsweise ich glaube in der Gilde war das, dann habe ich geschrieben, könnte es sein, dass die Rüssi aus der 120er Box ist, weil dann geht es ja nicht, weil die ist ja klar gebunden. Und dann hat die gesagt, ich weiß es nicht. Also in diesem Fall ist es für mich ganz klar, dass die entweder den Kar, dass sie lange nicht mehr gespielt hat. Aber was noch viel eher denke, ist, dass der Kar entweder vom Bruder, Kollegen etc. ist oder gekauft. Dass die wirklich, ja, ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen, gerade direkt Gras zu kaufen. Ich glaube, dass sich das so umgesprochen hat, weil im Server-Chat sieht man ja so oft, verkaufe NS 177 Plus, verkaufe Marge 165 Plus oder einfach als Beispiel. Das finde ich schon. Ja, aber jetzt völlig vom Thema abgekommen. Es geht eigentlich nur um das Vertrauen im Game. Und das hat mich sehr berührt, wirklich. Und ja, würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu sagt, ob euch auch mal so etwas passiert ist oder was eure Theorie dazu ist, warum das Leute das machen. Kann natürlich auch ganz einfach sein, sie vertrauen mir. Punkt aus, fertig. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Was sagt euch? Ciao miteinander.